Hey YouTube, ich hoffe euch geht's soweit gut. Mal wieder mein Sunday Update und ja, ich dachte, ich mache mal so ein kleines Mischmasch, wo alle so ein bisschen bedient werden, Pfeifen, ein kleines Tabak Review und ja, ein bisschen Smalltalk. Ja, ich zeige euch mal, welchen Tabak ich heute rauchen will. Einmal von HU den Tigre. Das ist ein ja, Latakia Blend. Anteile Latakia, ich glaube 48% sind da drin. Dann die nächste Komponente, die als zweites aufgeführt wird oder mit der größeren Schrift bei HU, ist der Burley. Dann kommt Dark Virginia und dann Orient und Perique zu gleichen Teilen. Also wie schon gesagt, das ist ein unüblicher Engländer, eben weil Burley mit drin ist. Und ja, schmeckt sehr, sehr, sehr lecker. Ja, während ich mir die Pfeife anzünde, blende ich euch hier irgendwo nochmal die Dose ein und das Tabaksbild. Und ja, dann auf zum Rauchen. Die Pfeife, die ich rauche heute, ist meine vor kurzem erstandene Parker und ja, stellt sich gerade heraus, dass es wahrscheinlich auch eine meiner Lieblingspfeifen wird, also die raucht sie super einfach, tolles Shape und ja, ich bin begeistert, ich bin begeistert. Ich muss mal das Feuerzeug wechseln, ja, auf das Zippo, weil jetzt ein bisschen windig ist hier im Innenhof. So, die erste Sonntagspfeife und direkt so ein schöner Latakianer. Also aromatisch ist der natürlich ohne Ende, aber eben wie fast alle Latakianer, die einen höheren Latakia-Anteil haben, sind die von den Nikotinen her eigentlich ziemlich leicht. Geschmack ist natürlich mega intensiv, aber der hier hält sich ganz gut die Waage. Also wir haben natürlich diesen hohen Latakia-Anteil und dann folgt als nächstes schon der Burley. Und der bringt so ein bisschen das nussige, schokoladige mit und verbindet sich eben sehr gut mit dem Latakia. Deswegen finde ich den Tabak eigentlich sehr, sehr, sehr lecker. Ich muss nochmal anmachen. Ich muss auch gestehen, ich mache gerade so einen kleinen Filtertest. Deswegen habe ich hier jetzt auch ausnahmsweise einen 9mm Filter drin. Von Stanwell, diesen Aktivkohlefilter. Und ja, ab und an mal habe ich so Challenges in meinem Pfeifenhobby. Und das habe ich auch jetzt, glaube ich, das letzte Mal vor 2 oder 3 Jahren nochmal gemacht. Nochmal Filter getestet. Und ja, ist jetzt aus meiner Sicht als O4-Raucher jetzt nichts Schlechtes. Ist eine schöne Ergänzung, je nach Tabak kann man auch mal einen Filter reinsetzen. Aber jetzt eben, mein Ziel war es jetzt mal erstmal verschiedene Filtersorten zu testen. Deswegen habe ich auch so einen Meerschaum-Granulat-Filter benutzt, dann eben Meerschaum als Granulat selber, was mich aber leider enttäuscht hat. Ich kenne von früher noch, als ich mit der Pfeife gestartet bin, da habe ich für meine Virginia-Tabake immer die Denicool-Kristalle benutzt. Fand ich super als Anfänger, weil man ja doch ein bisschen heißer raucht und wenn ich mal Bock auf ein Virginia hatte, konnte ich danach 2 Tage lang nicht rauchen, weil die ja, Zunge eigentlich ganz gut dampfgegart worden ist. Kurz nachzünden.
Die Seite brennt nicht richtig. Ich glaube, jetzt passt's. Von den Aromen her muss ich schon sagen, dass es durch den Filter ja, ziemlich gedämpft wird, aber ist trotzdem noch lecker. Man muss vielleicht ein bisschen genauer hinschmecken, wenn man mit Filter raucht, zumindest wenn man von ohne Filter kommt. Aber sehe ich jetzt nicht als Nachteil. Also der Filter ist für mich so ein kleiner Luxus, auch speziell wenn ich mal draußen bin und mit meiner Frau und dann sie quasi nebenher, während sie auf dem Pferd sitzt, begleite. Dann muss ich mich nicht so richtig konzentrieren und ja, dann hat man eben keine heißen Spitzen, weil man eben nicht konzentriert raucht, wie man das eben ohne Filter machen muss. Ja, zu den Aromen. Die sind jetzt natürlich ein bisschen verhaltener, deswegen muss ich mal kurz drauf rumdenken. Der Latake ist auf jeden Fall dominant, aber ist eben gepaart mit dem leckeren Burley. Also man hat diese Latakia-Rauchigkeit, dann eben diese leichte Nussigkeit von Burley. Von den anderen Tabaken, muss ich ehrlich gesagt, schmeckt man nicht so viel. Also ich denke mal, der Virginia gibt die Süße so ein bisschen wieder, die man hier auch ganz leicht schmeckt. Und wieder, wie ich das eben so liebe, hier bei dem Latakia-Tabaken ist, der Gaumen wird so richtig ausgekleidet. Ne? Man hat eben diesen seidigen, dichten Rauch, der dann wirklich jeden Geschmacksrezeptor irgendwie erreicht. Und das schafft er auch mit Filter. Zwar ein bisschen gezügelt, aber vielleicht sogar nicht schlecht, wenn man mit Latakia anfangen will und dann einen Filter drin hat, dann wird man vielleicht nicht direkt von diesen rauchigen Aromen erschlagen. Schon mal gezeigt. Ich quarz mal so ein bisschen weiter und dann kommen wir gleich nochmal auf den Tabak zu sprechen. Einmal hier mein Kiribi Gasfeuerzeug, sehr zuverlässig. Kann man über Smoking Pipes EU hier in Europa bestellen. Also wer nicht so viel Geld ausgeben wie, will wie für einen Old Boy, sollte da mal nachschauen. Also sie sind echt toll. Ich habe die kleinere Variante, weil ich mag es gerne ein bisschen kleiner, auch wenn die Pfeifen eigentlich. Und ja, eben wie viele andere auch, das berühmte Pfeifensippo, das ich glaube ich schon seit 2001 habe. Auch mit einer persönlichen Gravur von früher, von meinem vorherigen Arbeitgeber. Das ist eigentlich ganz toll. Stopfertechnisch bin ich dem Tschechen treu. Ich habe zwar auch größere Stopfer, aber irgendwie, ich brauche hier dieses kleine Runde, weil man, da kann man so ein bisschen ja, besser in die Ecken rein. Gibt zwar keine Ecken in der Pfeife, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Kann man eben partiell mal ein bisschen stopfen, ne? Man hat ja manchmal auch Seiten, die ein bisschen schneller abbrennen und dann kann man so ein bisschen rumspielen und ja, die Glut so ein bisschen verbessern und ja, Beschäftigung gibt es ja genug während man Pfeife raucht. Übrigens habe ich jetzt gesehen, der Tolkien hat es ja auch angesprochen, der hat ja seine englischen Pfeifen vorgestellt und ja, wir haben quasi dieselbe Pfeife, zumindest das gleiche Shape.
und hat ja seine Parkas gezeigt und ich zeige es euch mal. Kann man es ein bisschen besser sehen hier in dem Licht. Ich glaube, ich muss was zurückgehen, dann sieht man das ein bisschen besser. Wie schon gesagt, das sind ja so Secondhand Dunhills. Und hier sieht man auch so einen kleinen Krater drin. Deswegen ist sie wahrscheinlich keine Dunhill geworden, aber wie er schon richtig sagt, also es gibt der Fall für Charakter und ja, die ist super. Dann habe ich heute Morgen noch mitbekommen, dass der Kronburg wieder ein Video gemacht hat. Also ich bin ja so ein kleiner Fan von ihm. Also ich habe mir sonntags morgens immer seine Videos angeschaut. Er macht ja dann immer so einen schönen kleinen Spaziergang da durch Hannover, Laatzen und quatscht über Gott in die Welt und präsentiert mal ein Pfeifchen oder einen neuen Tabak und sehr lustiger Typ. Also kann ich auch nur empfehlen, genauso wie Tolkien, gerne abonnieren. Also schöne Kanäle. Sehr kurzweilig und ja, immer wert anzuschauen. Dann hatte der Hani heute Morgen ein neues Video abgeloadet. War wieder mit dem Fahrrad unterwegs, sogar mit seinem neuen Fahrrad und hatte so eine philosophische Frage aus einem Video von Eaglepipe mitgebracht. Bezüglich Inseltabakken und Inselpfeifen. Dachte ich, das Thema nehme ich auch mal mit auf. Ist ja immer ganz interessant. Und ja, habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Oder zumindest tabaktechnisch musste ich nicht viel drüber nachdenken. Da wird es, glaube ich, nicht so schwer, obwohl ich zwei Tabake ausgesucht habe. Also ich habe mit den Engländern angefangen vor 15, 16 Jahren. Die liegen mir doch schon sehr am Herzen, aber eben seit zwei oder drei Jahren hat man so einen kleinen, oder macht man eigentlich nicht, also mache ich einen kleinen Wandel durch, aber ich glaube, das macht jeder so in seiner Pfeifenhistorie, dass man mal Phasen hat, wo man andere Tabak gerne lieber raucht. Und, aber ich zeige es euch einfach mal. Gucken, wo habe ich den einen? Bisschen unorganisiert, weil ich hier im Innenhof sitze. Weil da draußen ist die Hölle los. Uns ist seit gestern hier in Leverkusen Ausgangssperre. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute, die gestern Abend nach 21 Uhr nicht raus durften, heute alles tagsüber nachholen. Also richtig Stau draußen. Es war ganz spannend gestern. Also kam mir so ein bisschen vor wie Heiligabend. Also ich war gestern um 9:30 mit dem Hund nochmal draußen und wirklich Totenstille draußen. Man konnte sogar die Geräusche und die Musik oder die Fernseher aus den Wohnungen auf der Straße hören und ja, sowas kenne ich eigentlich immer nur von Heiligabend. Also wenn ich da abends mit dem Hund rausgehe, da ist das selbe Szenario, man hat keine Autos, man sieht kaum Leute auf der Straße. Gestern auch nur die Hundebesitzer natürlich gesehen, das sind auch die einzigen, die so legal jetzt draußen sein dürfen und ja. Hat natürlich einen sehr entspannenden Charakter, aber naja, wir sind alle froh, wenn es vorbei ist. Jetzt kommen wir zu meinem ersten Inseltabak von der ersten Stunde. Das ist der hier, Dunhill My Mixture 965. Mit dem habe ich quasi rauchen gelernt und ja, ist eigentlich so mein Standardgeschmacksprofil bei den Engländern. Es gibt so ähnliche wie den Squadron Leader oder wie den Red Trace Red Drop Barre. Die haben alle ja, so das gleiche Geschmacksbild. Der eine ist ein bisschen nussiger, der andere ist ein bisschen blumiger oder hat ein bisschen mehr Säure. Und ja, den finde ich super. Und ich habe leider noch nicht die Peterson-Variante geraucht. Dauert auch noch ein bisschen, weil ich habe noch ein paar Dosen davon gebunkert. Aber wenn die weg sind, dann bin ich mal gespannt. Aber vielleicht könnt ihr das ja auch in die Kommentare schreiben und da mal erzählen, ob die beiden immer noch oder identisch sind oder gleich. Ja, vor zwei, drei Jahren hat es bei mir auch angefangen, dass ich immer mehr Virginia und Virginia Perry geraucht habe. Und der berühmte schwarze Pfeifenfinger. Virginia
Virginia und Virginia Brick, habe ich erzählt. Und ja, das ist jetzt bei mir so ein kleiner Wechsel. Was ich vorher so an Engländern oder Balkanmischungen geraucht habe, rauche ich jetzt eben anteilig eben Virginia Perique. Also hier die Engländer, die kommen dann, ja, ich sag mal, immer noch regelmäßig in die Pfeife, aber nicht mehr ganz so oft. Dafür eben Virginia Perique. Und da muss ich sagen, habe ich einige eigentlich auf Lager. Also von den St. James Flake über von Ho'u, Louisiana Broken, Old Fredder. Oder ich weiß gar nicht, wie viel ich habe, ich glaube 15, 20 Stück. Aber letztes Jahr hat mich ein Tabak erreicht und den habe ich mir einfach spontan gekauft, weil ich die Daniel-Variante noch nie geraucht hatte. Und das war der Peterson Flake. Und das wäre jetzt zur Zeit in meiner Virginia Perique Phase den Tabak, den ich mit auf die Insel nehmen würde. Sehr leckeres Stäffchen, muss ich sagen. Also einfach zu rauchen, hat tolle Aromen, eben das typische flaumige mit diesen leicht pfeffrigen, wenn man den retronasal ausatmet. Und ich glaube auch für Anfänger geeignet. Also. Positiv überrascht. Da könnt ihr auch mal schreiben, ob die Dunhill-Variante besser war. Ich hoffe es nicht, weil dann habe ich nämlich etwas verpasst und muss mal auf die Jagd gehen und mal schauen, dass ich vielleicht den Dunhill-Flake irgendwo bekomme. Aber wie schon gesagt, ich bin mit dem schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Unkompliziert, schmeckt super. Abbrandverhalten ist auch top. Und ja, bei mir kam der, ich glaube, den kann man direkt aus der Dose rauchen. Also ich habe den auch nicht antrocknen müssen. Und ja, aufgerubbelt oder Knickfaltmethode habe ich jetzt geschmacklich keinen Unterschied feststellen können, obwohl viele sagen, dass die Knickfaltmethode ein bisschen intensiver die Aromen herausbringt. Aber manche Tabake, da ist das bestimmt so oder habe ich das vielleicht auch schon geschmeckt, aber bei dem konnte ich das jetzt nicht erschmecken. Nochmal zurück zum Tigre. Geschmacklich muss ich sagen, wird er jetzt ein bisschen intensiver. Der Latakia-Geschmack geht etwas zurück, wenn man von etwas sprechen kann, weil es sind immer in 48% drin. Aber geht so ein bisschen mehr in die Röstaromen rein. Also dieses Lagerfeueraroma geht ein bisschen zurück, aber eben Röstaromen sind dann vorhanden. Gepaart mit diesem Burley-Geschmack. Ja, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich geschmacklich jetzt nicht so ausgebildet bin wie vielleicht irgendwelche Köche unter euch oder so. Ich würde schon sagen, man kann schon so ein bisschen so, ja, Haselnussaromen kann man schon feststellen. Ja, ich würde sagen, geröstete Haselnuss, aber auch nur so retronasal und dann auch so ganz weit im Hintergrund. Dann eben eine schöne, präsente Süße, die das Ganze ein bisschen unterstützt. Also ich setze keine Zuckerbombe oder so, aber Süße muss für mich sowieso in einem Pfeifentabak grundsätzlich immer ein bisschen da sein. Und alles zusammen ergibt so eine schöne Melange. Also das ist jetzt auch kein Tabak, der irgendwie in irgendwelchen Phasen da große Aromenspektren freisetzt. Also man hat eigentlich ein gleichbleibendes Geschmacksbild. Ja, zum Ende hin wird er vielleicht noch ein bisschen kräftiger im Aroma, aber der kippt nicht, der wird nicht sauer. Nussiger wird er noch zum Ende hin. Das auf jeden Fall. Heißrauchen ist auch schwer mit dem, also wenn man den heiß rauchen will, muss man schon ordentlich an der Pfeife ziehen. Ich merke das ja auch bei den Filterpfeifen ab und zu mal, da ist man so ein bisschen
unachtsam und zieht dann auch mal des Öfteren, weil man seine Zunge so nicht richtig schonen muss. Also das ist auch so ein Vorteil, wenn man mit Filter raucht als Ofi-Raucher. Man hat da irgendwie gar keine Grenzen mehr, ne? Vorher wusste man immer direkt, alles klar, jetzt hast du ein bisschen zu heiß geraucht, die Zungenspitze fängt an zu kribbeln, musst du wieder ein bisschen runter. Aber also mit der Kadenz, aber mit Filter kann man lustig drauf lospuffen. Da ich ja so ein Clencher bin, also ich habe die Pfeife ja meistens im Mund, muss ich auch zwischendurch, wenn ich mit Filter rauche, die Pfeife in die Hand nehmen und mal nachfühlen, ob die nicht zu heiß geworden ist. Aber mittlerweile habe ich es unter Kontrolle. Ich habe auch so ein oder die andere Dublin in meinem Pfeifenschränkchen und die sind unten ein bisschen schmaler. Und da kann es natürlich auch immer ziemlich heiß werden. Und da hatte ich auch ganz am Anfang, als ich hier meinen Filtertest gemacht habe, habe ich auch 10, 15 Minuten am Stück geraucht, ohne die Pfeife in die Hand zu nehmen. Und dann habe ich sie auf einmal in die Hand genommen und dann dachte ich auch so, hoffentlich hast du da jetzt nichts kaputt gemacht oder irgendwie zu heiß geraucht oder, naja, aber es ist eben das letzte Drittel, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein, aber es geht schon. Ich sehe schon, wir sind schon bei 20 Minuten. Ich habe eigentlich noch ein paar Sachen vor. Die paar Sachen aber. Es sind auch wieder Pfeifen zu mir gekommen. Achso, erstmal meine Inselpfeife. Ich zeige euch auch mal die Inselpfeife. Also die Pfeife, die auf jeden Fall mit müsste, ist egal ob Latakia oder Virginia Perique. Das ist so mein Lieblingsshape, mein Arbeitstier. Das ist die Savinelli 311KS. Das ist hier die Trevi, die hat hier diesen angedeuteten Silberring. Ist glaube ich gar kein Silber, ist glaube ich irgendwie Aluminium oder so, aber schöne Pfeife, man sieht, die wird ordentlich benutzt, durchgenudelt, sitzt auch super im Mund, obwohl die jetzt keine richtige Bandpfeife ist. Oh, man kann da richtig schön aufbeißen, hält sicher, kann ich nur empfehlen, auch ein Leichtgewicht. Echt gut. Also Savinelli kann ich sowieso generell empfehlen. Dann habe ich ja vor 2, 3 Wochen ja, mein Glück so ein bisschen versucht bei eBay, wo ich auch diese schöne Parka hier gefunden habe. Und ich muss jetzt sagen, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Also ganz dunkle und ganz helle Farben sehe ich nicht so richtig. Aber ich habe mir dann eine BBB geschossen, die sehr schön war oder ist und hat ein schönes Straight Grain, Straight Grain schon, schönes Grain und ja, sandgestrahlt, aber farbtechnisch, ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, die ist rot, also die hat dieses Ochsblattfarbene. Ich muss die noch aufarbeiten, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann hier, das Mundstück, das ist auch so ein bisschen ausgebleicht, das ist hier unten, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Aber soweit gut im Schuss, also auch mit dem Logo aus Metall im Mundstück eingelassen. Schönes leichtes Ding, auch ein Billard-Shape, kann man sehen, gegenüber der Parker. Hat sogar ein schöneres Grain hier. Und ja, war auch ein Schnäppchen, dachte ich, kann man auch nichts mit falsch machen. Muss ich schon abfeuern. So. Dann bin ich ja gerade im Canadian Fieber. Ich war ja von der einen Savinelli, die ich mir gekauft hatte, schwer begeistert. Dann habe ich mir jetzt eine Peterson ja vor 2 Wochen gegönnt und dann war ich auch auf eBay unterwegs und da ist mir auch eine Pfeife ja, sehr aufgefallen. Die habe ich dann auch mehrere Tage beobachtet und ich dachte, ja, für den günstigen Preis, wenn die keiner nimmt, dann ist man ja blöd. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, komm, da opferst du dich und kaufst die. Und das ist eine Pfeife von Stefano Sant'Ambrogio, handmade in Italy. Und auch ein Canadian. Eigentlich nicht so
meine Farbe. Ich stehe eher auf schwarze Pfeifen und ja, die ist so ein bisschen braun. Aber wie schon gesagt, im Nachgang mache ich noch schöne Bilder und dann könnt ihr euch die genauer anschauen. Und einfach tolles Ding. Mit Versand aus Italien. Neu 80 Euro. Kann ich euch mal zeigen. Die ist ohne Filter. Sauber machen. Und kann ich jedem nur empfehlen. Also ich habe mir die anderen Pfeifen angeguckt, also die waren auch nicht viel teurer. Gibt es noch ein paar günstigere Varianten. Ich habe jetzt auch keine glatten gesehen, also sie waren immer rustiziert oder teilrustiziert. Aber also ich glaube, die wiegt 32, 34 Gramm, die Pfeife. Und ja, gibt es auch mit Filter. Und ja, finde ich eine tolle Pfeife. Ich merke so ein bisschen, dass ich gar nicht gewohnt bin, mit Pfeife zu reden, weil ich bin ja so ein Autoraucher und immer nur mit meiner Hündin unterwegs und spreche eigentlich mit niemandem und genieße dann nur meine Pfeife. Aber es ist ein gutes Training. Also wie schon gesagt, der Tigray für Latakia-Liebhaber. Empfehlenswert, ist auch einer meiner Lieblinge im starken Latakianer-Bereich, also wo der Latakianteil über 25% geht. Rauchig, nussig, leichte Süße. Erinnert jetzt so an der Hälfte, so ein bisschen, ich will nicht sagen eine kubanische Zigarre, aber diese Röstaromen und diese Nussaromen, die da durchkommen, plus dann eben diese typischen Latakia-Aromen. Wirklich sehr lecker, sehr lecker. Vielleicht auch Fans vom Maltese Falcon von GLPs ist der, glaube ich. Den habe ich mal vor ein paar Jahren gehabt und der geht so in die ähnliche Richtung. Ich glaube, bei Maltese Falcon war noch ein bisschen mehr Virginia drin. Aber der war auch mal sehr nussig, rauchig. Aber ich glaube, der hatte auch ein Topping. Kann sogar sein, dass ein Nuss-Topping drin war oder so. Aber war die geheime Zutat, glaube ich, stand da in der Beschreibung damals. Ja. Dann noch ein kleines Thema. Am Freitag war wieder The Pith Helmet Matinee. Das ist ja, ja so eine Kooperation von zwei Pfeifenkanälen, die dann Pfeifenraucher oder irgendwelche aus dem Pfeifengeschäft interviewen. Und den Link werde ich euch hier unten reinstellen. Und der Hans Wiedemann ist dann aufgetreten. Mangels englischer Sprachkenntnisse wurde er simultan gedolmetscht von unserem Jean Panzer, was er sehr gut gemacht hat. Also war echt toll. Und können sich auch die deutschen Pfeifenraucher anschauen, weil ja, das Gespräch wird parallel geführt. Einmal in Deutsch eben zwischen Jean und Hans Wiedemann und eben dann nochmal auf Englisch. Und ist sehr interessant, auch speziell, was jetzt demnächst von Hans kommt. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Schaltet da mal rein, das sind glaube ich eine Stunde, Stunde 15. Und ja, da erzählt der Hans so ein bisschen aus dem Nähkästchen und ja, ist auch wieder ein bisschen lustig und auch ein bisschen über ja, den Werdegang von Hans, erstmal beim Pfeiferrauchen und wie er zum Tabakmischen gekommen ist. Link setze ich euch unten rein. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und ja, ich sag mal, spätestens eine Woche sehen wir uns wieder hier auf dem Kanal und bis dahin bleibt gesund und bis dahin.